12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ich glaub schon. Warte, starten! Alter, wir haben nicht mal angefangen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Kladonk and the Dark Side. Wir spielen heute mal Kerbal Space Program. Ja, hallo. So, wir haben es letztens schon mal irgendwie ganz kurz angefangen. Eigentlich wollten wir beim letzten Mal schon ein Let's Play davon machen und ganz kurz ist untertrieben. Wir haben ungefähr knappe 2 bis 3 Stunden lang das Tutorial gespielt. Das ist der Hammer. Also das Spiel ist wirklich sehr, sehr komplex. Also macht einen riesen Spaß, ist aber einfach super kompliziert, wenn man das noch nicht gespielt hat. Das Menü da drin wirkt auch so ein bisschen altbacken, ne? Also so. Ja, wirkt wie so ein altes Windows 98. Genau. Aber das kann auch daher kommen, die Jungs von der NASA haben fleißig mitgeholfen bei der Entwicklung dieses Spiels. Vermutlich, ja. Die haben sich wahrscheinlich an ihrer eigenen Betriebsoberfläche orientiert. Man macht halt, was man gut kann, ne? Genau. Ist ja immer so. So, und deswegen machen wir das, was wir machen eigentlich nie das, was wir gut können, weil wir können ja nichts. Nee. Nicht. Aber vielleicht mal kurz zusammenfassen, worum geht es in diesem Spiel überhaupt? Ja, Thorsten, ja, erzähl mal. Worum geht es? Also es geht eigentlich darum, man baut sich eine Rakete und fliegt ins Weltall. Das klingt erstmal einfach, wenn man aber die Physik dahinter versteht, die wir nicht wirklich verstehen, aber wir haben sie in Tutorials zumindest kennengelernt, dann ist das doch gar nicht so einfach. Genau. Und wenn man später aus ungefähr, weiß ich nicht, Tausenden von Teilen eine Rakete zusammenbaut, die zum Mond fliegen soll oder so, dann... Was übrigens sehr, sehr cool ist, weil du kannst wirklich alles zusammenbauen und das letztendlich sagt die Physik-Engine dann des Spiels, ob das funktioniert oder nicht, und da passieren ganz lustige Dinge. Also. Ja, also meistens stürzt man ab und die Astronauten sterben, das ist dann lustig. Ja, also für den Zuschauer auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer hier Karriere, ne? Würde ich sagen, ja, genau. Der Vorteil in der Karriere ist, dass wir noch gar nicht so viele Bauteile haben und uns alles selbst erforschen müssen und irgendwie die Kohle selbst ranbringen können, um Raketen zu bauen. Genau, wir haben es beim letzten Mal, haben wir halt einfach nur so Sandbox gespielt. Das werden wir vielleicht auch nochmal kurz zeigen. Ende, genau, das zeigen wir am Ende nochmal kurz. Sandbox ist halt auch ganz cool, ist aber, du kannst einfach alles bauen und das ist natürlich... Ja, wenn du das Spiel noch nicht kennst, ist das einfach super komplex und das ist für den Anfang eigentlich überhaupt nicht gedacht. Es sei denn, man ist ein Genie und das sind wir nicht. So, und wir starten natürlich ein neues Spiel und das nennen wir, wie nennen wir das denn? Thorsten, gibt mal einen coolen Namen ein. Apollo, das ist Apollo, Apollo 0. Null. Ist jetzt nicht wirklich toll, aber... Null. Und wir brauchen ein Logo, was dazu passt. Ja. Am besten. Oh, guck mal, das originale NASA-Logo? Nein, das traue ich mir nicht. Das Standbild. Oh, das, nee, ich finde das immer noch so toll. Das sieht aus wie so ein Logo von einer. Von einer Sportkneipe oder von einer Sportkneipe, oder von genau. Einem Bier. Oder von einem Bier, genau. Oder Floyd? Die schwule Rakete da unten. Die schwule Rakete? Diese hier, ja. Ja, komm, die nehmen wir jetzt. Oh Gott. Die geile. Das sieht aus wie so ein Flutschfinger. Kennst du denn noch das Eis? Ja. Das Eis-Flutschfinger, so sieht das aus. Das ist die Flutschfinger-Rakete. So, in Career Mode, you have to manage all aspects of your space program. Funds, reputation and science are all active and contracts are available at Mission Control. Mhm. Also, es sieht so aus, wir müssen uns Geld besorgen. Mit dem Geld können wir Raketen bauen. Genau. Mit den Raketen können wir hochfliegen und können Missionen erfüllen, dadurch kriegen wir Reputation und wenn wir Reputation kriegen, kriegen wir bessere Aufträge. Mit den Aufträgen können wir dann wissenschaftliche Experimente machen, wodurch wir unsere Raketen verbessern können, mehr Geld und bessere Aufträge bekommen und dadurch unglaublich cool werden. Kausalkette vollkommen erschlagen und ich hätte es nicht besser ausdrücken können. So, da ich jetzt alles erklärt habe, müssen wir das jetzt auch gar nicht mehr spielen. Genau, wir hören dann jetzt auf und saufen einfach nur so. Natürlich nur Lernsaft. Difficulty Options, das wollen wir das so lassen. Ich würde es einfach so lassen. Normal, normal ist gut. Ja, ja. Starting Funds, guck mal, wir können Starting Funds hochdrehen. Ach, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir schummeln heute mal nicht. Wir wurden beim letzten Mal, wir wurden bei Dingens ja direkt angezählt. Bei Larry, ne? Bei Larry wurden wir direkt angezählt, dass wir geschummelt haben. Aber der Gegner schummelt ja auch. Andernfalls wäre das Let's Play wahrscheinlich ziemlich langweilig geworden. Ja, in der Tat. Schon wieder verloren. Und das ungefähr 3 Stunden lang. Mhm. Das guckt sich doch dann keiner mehr an. Ja.
Aber hier können wir tatsächlich auch vielleicht ohne schummeln. Genau. Also wir haben es ja im letzten Jahr mal schon angefangen, das war eigentlich ganz cool. Das war eigentlich in Ordnung. Ja, so fürs also beim ersten Mal dachte ich wirklich so, oh mein Gott, was passiert hier, aber das war schon so, ganz geil. So, jetzt hier, in dem Spiel kommen ganz viele so eine Hilfen, die sind eigentlich gar nicht mal so wirklich hilfreich. Da steht einfach nur, wir befinden uns auf der Space Station und können uns mit der Maus einfach ein bisschen durch die Gegend navigieren. Das reicht. Bla bla bla. Or use the arrow keys, genau. Das heißt, mit diesen können wir hier auch irgendwas machen. Das hier ist unsere kleine Mini-Space-Station, da haben wir einen Hangar, da haben wir eine, also da ein Space-Plane. Das ist für die, wie heißen sie? Die Space Shuttle. Genau, also die Dinger, die aussehen wie große, coole Flugzeuge. Genau. Die halt irgendwie waagerecht starten. Und dann haben wir hier dieses hohe Gebäude. Das hier, da können wir die normalen Raketen bauen. Das ist da, wo wir uns fast ausschließlich aufhalten werden. Ja. Außer wenn wir fliegen gehen. Genau, dann geht's nach vorne zum Pod. Genau, hier kann man... Zum Launchpad, hier kann man dann hier kann man das Ding dann starten. Ich weiß es noch gar nicht, wenn wir das gestartet haben, oder wenn wir jetzt eine Rakete bauen, manchmal haben die doch so ein Gerüst dabei. Müssen wir das jetzt auch selber bauen? Nee, das können wir später selber bauen. Okay. Also im Moment starten unsere Raketen ungefähr so wie eine Silvesterrakete, nur nicht aus der Flasche. Okay, aber einfach mit viel Glück, dass sie stehen bleiben. Genau, dann haben wir hier unsere Tracking Station. Wenn wir unsere Rakete irgendwie weggefeuert haben, dann finden wir sie da wieder. Genau. Da ist unser Research-Dings, da können wir unsere Technologien verbessern, das gehört dazu. Administration, da können wir irgendwelche tollen Verträge mit irgendwelchen wissenschaftlichen Institutionen oder irgendwelchen Geldgebern oder irgendwas schließen. Da können wir neue Astronauten ausbilden. Das kann ja auch mal sein, dass wir einen verlieren, weil er sich nicht angeschnallt hat. Weil er wieder am Steuer wieder gesoffen hat. Genau. Und hier in der Mission Control, da bekommen wir zusätzlich noch ein paar Aufträge, die wir erfüllen können, um damit noch mehr Fame, Geld oder Wissenschaftspunkte zu ernten. It's all about the fame, genau. Ja, und der Runway ist natürlich auch immer sehr wichtig. Wenn wir mit dem Space Shuttle irgendwann mal wieder landen wollen, dann geht das natürlich auf diesem Ding hier. Richtig, jetzt eine richtig schöne Aschebahn. Also wir können jedes Gebäude auch noch upgraden, aber dazu wahrscheinlich dann später mehr. Also irgendwann am Ende sieht es aus wie so eine richtige, sieht es aus wie New York hier, unser kleines. Nur geiler und teurer. So, hier ist Kohle, das ist, wissen wir das nicht. Das ist unser Reputation Level. Wenn wir links sind, dann sind wir, also im gelben Bereich sind wir halt irgendwie ein bisschen am Arsch. Dann haben wir gerade wieder irgendwelche Touristen im See versenkt, die eigentlich ins Weltall wollten. Und wenn wir auf der grünen Seite sind, dann kriegen wir auch bessere Aufträge und die Leute mögen uns. Oben rechts haben wir schon gleich mal ein paar Missionen. Genau, hier sind ein paar Verträge schon drin. Genau. Das sind schon die ersten Sachen, die wir hier lernen können. Also wir können... so das erste, wir müssen irgendwie 3,5 Kilometer Höhe erreichen mit unserer Rakete. Das ist überhaupt nicht schwierig, das kriegt man direkt zu Anfang hin. Die Distanz von 5 Kilometern von diesem Space Center ausgehend, das hört sich leicht an, ist es aber erstmal gar nicht, weil wenn du nämlich einfach nur nach oben fliegst, dann entfernst du dich natürlich nicht von deiner Basis in horizontaler Richtung. Das ist natürlich blöd. So, von daher, ich weiß noch, beim letzten Mal haben wir das gemacht, da sind wir irgendwie schräg gestartet. Ne? Aber das glaube ich, brauchen wir diesmal nicht. Da können wir ein bisschen... Aber Thorsten hat jetzt noch mal ein bisschen trainiert. Ich habe mal ein bisschen trainiert und genau. Das kriegen wir auch so schon irgendwie hin. Speeds exceeding 150 ist auch kein Problem. Das schaffen da brauchen wir einfach mal ein richtig fettes Gerät und dann geht's ab nach oben. Ich würde sagen, wir fangen mal direkt an, ne? Weil sonst... Jetzt haben wir auch rumzureden, die Leute schalten schon ab. Ja. Jetzt geht's mal hier los. Hallo, wir sind hier, bla bla bla, beweg dich mit den Maustasten, alles weg. Bla. Unwichtig. Wir befinden uns im Hangar. Wir haben links das Baumenü. Eine Rakete besteht immer aus einem Command-Pod, da sitzt der Astronaut drin. Also das muss auf jeden Fall drin sein. Schwupps. Genau. Und jetzt muss dieser Command-Pod halt noch irgendwie nach oben befördert werden. Also der braucht irgendwie eine Rakete, also Tank oder einen Motor, der unten dran hängt. Wir haben im Moment nur diesen einen. Das ist ein Antrieb, der mit Feststoff läuft. Gucken wir uns hier mal an kurz, warte. Ich mache ihn wieder fest. Ja. Ist ja auch Feststoff, ne? Kann man ja festmachen. Genau, Solid Fuel. Der hat einen Schub von 160 bis 192. So ganz genau habe ich noch nicht verstanden, was wofür ist. Aber auch egal. Das heißt, wir zünden die Rakete einmal an und das Ding ist unkontrollierbar, schießt einfach nur nach oben. Genau, gibt aber Vollgas. Immer Vollgas. Das ist also nicht irgendwie regulierbar. Jetzt haben wir eigentlich schon unsere erste Rakete. Genau. Wir könnten da jetzt noch irgendwas Cooles ranbauen, zum Beispiel hier sowas, aber das wollen wir nicht, weil das sieht scheiße aus. Das sieht kacke aus und bringt nichts. Genau. Aber damit die ganze Rakete vielleicht nicht ganz, nicht abgeht wie so ein, keine Ahnung, so ein Zäpfchen.
Zäpfchen, weil die, ja. Ich hatte jetzt eher an so ein komisches von Silvester so ein Ding gedacht, was da so. Ach so, so ein Ding, ja. Sollten wir da vielleicht mal so ein paar Flügel anbauen? Jetzt gibt es ja noch so ein paar nette Einstellungen, dass man da die Flügel auch einigermaßen symmetrisch anbauen kann. Na, siehst du hier, wenn du das so machst, dann hast du jetzt drei Flügel, die da symmetrisch angeordnet werden. Kannst du auch vier machen, kannst du auch noch viel, viel mehr machen. Aber wie gesagt, jeder Flügel, den wir anbauen, kostet Geld und macht unser Ding schwerer und. Ja. Also genau. Links sehen wir auch, was die Rakete im Moment kostet. Die kostet 800, keine Ahnung was, Geld. Genau. Und ich glaube, mit zwei Flügeln sind wir mal ganz gut gefahren. Zwei sollte funktionieren, ja. Ja. Oh. Zwei Flügel. Perfekt. Was wir jetzt noch natürlich... Ach, hier unten rechts können wir uns auch noch anzeigen lassen, wo gerade sich... Klick mal drauf. Wo sich unser Schubzentrum befindet. Das heißt, also die Kraft ist... Das Schubcenter ist halt da ziemlich weit unten. Genau. Das kann man halt beachten, wenn man irgendwie, damit sie halt nicht irgendwie komisch durch die Gegend. Genau, wenn du größere Raketen baust, dann musst du das auf jeden Fall mal nachgucken. Genau, den Schwerpunkt kannst du dir auch anzeigen lassen, genau. Der ist da. Das sieht eigentlich ganz gut aus, wenn das Schubzentrum unterhalb des Massenschwerpunkts ist. Also, glaube ich jetzt einfach mal mit meinen laienhaften Physikkenntnissen. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt oberhalb wäre, also wenn du jetzt links und rechts noch Raketen hättest, dann würden die Masse ja nach oben ziehen, was ja auch erstmal nicht schlecht ist, weil ja. Ziehen ist ja besser als schieben, weil so kann er dann nach vorne ausbrechen, wenn er aber zieht, kann er nicht ausbrechen in Richtung. Gut erklärt, ich habe es nicht verstanden, aber ja, ich also glaube wenn, dir. Wenn du jetzt zwei Raketen mit gleichmäßigem Schub hättest, dann könnten die das auch gleichmäßig hochziehen. Genau, also wichtig ist immer, dass die Rakete stabil bleibt und nicht... irgendwie ein Unwucht kriegt. Was war das? Center of Lift. Nee, doch Center of Lift. Lift. Hm, das ist wahrscheinlich einfach coole Sache. Einfach ein blauer Punkt. Ein blauer Punkt, genau. Auf das kriegen wir schon noch raus. So. Ja, und jetzt eine Sache noch. Wir haben leider nicht so viele Astronauten. Das heißt, wir sind daran interessiert, dass sie heil wieder runterkommen. Und besser ist das. Nachdem wir sie hochgeschossen haben, können wir einen Fallschirm zünden und der kommt halt noch oben auf die Spitze oben drauf. Zack. Und schon haben wir das. So, und jetzt haben wir hier unten was ganz Cooles. Mhm. Nämlich verschiedene Zündstufen. So, also jetzt wollen wir natürlich nicht, dass der Fallschirm aufgeht, während wir schon hier unten den Motor gezündet haben, sondern soll das natürlich nachträglich passieren. Sprich, wir ziehen das Ding auf das hier, auf das erste. Das ist immer umgekehrt. Also jetzt das, was hier oben ist, ist das, was zuletzt ausgeführt wird und das ist wie so ein Countdown letztlich. So, das heißt, das, was da unten steht, das kommt als nächstes und dann kommt das und dann kommt das und das und das und das. Genau, also in der ersten Zündstufe geht unser Motor los und dann in der zweiten geht der Fallschirm auf. Genau. Damit wir wieder sicher runterkommen. Genau. So, jetzt haben wir doch schon mal eine richtig schöne Rakete. Ich finde die cool. Sieht noch nicht so wirklich aus wie so eine richtige Rakete, mit der man zum Mond fliegen kann, aber... Ah, ist egal, die kann was. Die kann was, ja. Also dann würde ich sagen, ab zum Launchpad. Haben wir schon einen... haben wir einen Astronauten? Die Mission Flag ist geil, oder? Oh, finde ich schön. Ah, die sieht aus wie unsere Rakete. Ja, eben. So, jetzt kannst du da oben mal den Tab wechseln und wir können noch einen Astronauten auswählen. Hier. Blablabla, da, genau. Cool. Genau, da sehen wir haben insgesamt vier Leute. Einer sitzt schon drin, Jebediah Kerman sitzt schon... Jebediah. Kann nichts und... Die können aber alle bisher nichts. Das ist auf jeden Fall Pilot, das ist gut. Na, also ein Pilot verbessert die Stabilität der Rakete und damit kannst du besser steuern. Okay. Während ein Scientist, also ein Wissenschaftler, besser, also mehr Wissenschaftspunkte generieren kann. Ja, klar. Und ein Engineer an Bord kann die Rakete reparieren unterwegs. Okay. Also zur groben Einordnung. Je besser sie sind, je mehr Flüge sie gemacht haben, desto mehr Erfahrung kriegen sie und. Okay. So, wir haben unsere erste Rakete. Die ist jetzt nicht wirklich spektakulär, aber sie wird trotzdem ganz gut abgehen, glaube ich. Genau. Weil sie ziemlich leicht ist und einen ordentlichen Antrieb unten drunter hat. Nee, jetzt gehen wir zum Launchpad. So, Launchpad. Wir könnten natürlich auch vorher nochmal unser... Wir safen die mal. Safen, genau. Bow. Ja, gibt ja nochmal einen schönen Namen. Gibt ja mal einen coolen Namen. Einen coolen Namen. Cooler Name, würde ich sagen, oder? Cooler Raumschiff. Cooler Raumschiff. Cooler Raumschiff Gleiter. Gleiter, aber der gleitet doch nicht. Cooler Raumschiff, Flieger. Raumschiff-Flieger. Okay. So. So, wir speichern das mal. So, und dann geht's aufs Launchpad und direkt los. Ich würde sagen, Thorsten übernimmt die Steuerung. Ich übernehme die Steuerung und du übernimmst, Ich bin der Mann am, Glas. Wir befinden uns hier in unserer Sandgrube, also das ist auch noch die erste Stufe des Launchpads. Genau.
Wir sehen jetzt, ja, was sehen wir denn eigentlich? Eigentlich gar nicht mal so wirklich viel. Wir sehen in der Mitte halt irgendwie so ein, wie nennt man das, so ein... Da ist auf jeden Fall schon was gestartet, würde ich sagen. Ich meine eigentlich das Blaue. Ach so, das ist unsere, wie haben Sie das genannt? Das ist im Grunde sowas wie ein künstlicher Horizont. Genau, bei einem Flugzeug, nur dass es halt in mehr anzeigt. Also dreidimensional, wenn man so... Genau, links davon sehen wir hier den Schub, den kann ich hier hoch und runter regeln. Komplett hoch und komplett runter oder hier so in Stufen. Das ist allerdings bei einer Feststoffrakete voll egal, die gibt immer Vollgas. Eben. Mehr brauchen wir nicht. Die rechte Sache können wir noch gar nicht, soweit sind wir noch nicht. Das Einzige, was wir jetzt wirklich machen können, ist, wir können auf die Leertaste drücken und einfach mal die erste Stufe zünden. Dann geht das Ding ab wie ein Zäpfchen. Genau, Vollgas. Zack, und wir sind gestartet. Ja, das Ding fliegt ziemlich stabil. Du kannst ja mal in die Rakete reingehen. Ich glaube, mit C war das C, dann, ne? Ja, da sieht man nichts. Und da geht es Vollgas ab. Oh, unsere Stufe ist leer. Genau. Das heißt... wir fliegen jetzt noch ein bisschen hoch. Und genau. Wenn die Geschwindigkeit langsam genug ist, also ich glaube so unter 200, dann können wir den Fallschirm ziehen. Wir sind jetzt höhenmäßig. Und rechts, sind wir jetzt rechts bei... laufen jetzt hier die ganzen Rekorde durch, die wir kriegen. Und genau. Achso, drück mal rechts auf die Kapsel. Mach mal rechts, genau. Und sag mal hier Toggle Crew Report einfach. Wo ist hier das? Unten. Hier noch ein bisschen was mehr. Ja, dann haben wir nochmal 3,5 Science-Punkte dazu bekommen. Ach, das ist ja geil, okay. Das können wir jetzt direkt zurückfunken? Nee, noch nicht. Wir haben ja keine Antenne dran. Ah, so, aber unser Astronaut hat, während er da drin war, mach mal weg, wir drehen uns da irgendwie so ein bisschen hier. Okay. Ich zünd jetzt einfach mal den Fallschirm, bevor hier irgendwas passiert. Ich kann das gar nicht wegklicken. Rechtsklick. Okay, da drauf. Und ich glaube, auf das grüne Ding musst du klicken. Genau. Keep data. Okay. So und jetzt gehen wir runter. Und jetzt geht's wieder runter. Wir können das ganze Ding, wir sind irgendwann in einer Höhe von knapp 8000. Ich glaube, wir waren schon bei 9000 Metern. Wie auch immer. Wir haben jetzt hier jetzt auf jeden Fall zwei dieser Achievements nicht schon bekommen. Nicht nur zwei, sondern jede Menge mehr noch. Ah, da unten sehen wir. Da ist noch richtig viel dazu gekommen. Ah, abgefahren, ja. Wir können hier das Ganze mal ein bisschen vorspulen, damit wir ein bisschen schneller runterkommen, weil nach unten fliegen. So, und wie man sieht, sind wir gar nicht wirklich weit. Wirklich weit vom Launchpad weg ist es halt nicht, ne? Nee, wir konnten auch nicht wirklich großartig steuern. Oh, ein bisschen kaputt gegangen, die Rakete. Naja, komm, das geht. Das ist okay. So. Wir sind gelandet, jetzt können wir wieder zurückgehen in unser Space Center. Ach, der Fallschirm, hier, guck mal, der ist ja der ist kaputt. Ja. Kauf mal neu. So, Space Center. Wir gehen ins Space Center, sammeln unsere Rakete wieder ein und... Genau, da liegt sie, die nehmen wir jetzt wieder mit. Ich würde sagen, recover. Genau, jetzt sehen wir hier, wir haben irgendwie insgesamt 8,5 Science bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mehr als beim letzten Mal. Wir haben letztes Mal nur 5 gekriegt, glaube ich. Richtig. Na, 3,5 aus dem Experiment waren halt noch dabei. Ja, genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen 1100 Funds bekommen. Oder sogar noch mehr hier. Also ist ein bisschen was dazugekommen. Ist ein bisschen was, genau. Und die Crew hat auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Das ist ein XP. Ja, das ist doch mal schön. Das war unsere erste Mission. Cool. Das heißt, Achieve Speed of Exceeding 750 hier. Das haben wir jetzt gerade noch nicht hinbekommen. Haben wir nicht geschafft, nee. Dafür bräuchten wir auch wahrscheinlich einen besseren Motor, nehme ich mal an. Genau, aber jetzt können wir ja nochmal einen Flug machen. Wir haben nicht, was wir vergessen haben, wir haben keine extra Missionen aufgenommen. Wir können in dem Mission Center, in der Mission Control, das ist hier, können wir sagen, zum Beispiel, oh, jetzt gibt es da keine mehr. Vorhin gab es da noch. Haben ein paar davon vielleicht gemacht, aber nicht mal, was wir im Archiv. Active sind diese drei. Und im Archiv haben wir, oh, schade, scheiße, wir haben den einen vergessen, Launch a Vessel, hätten wir auch noch mal ordentlich was. Ach, den hätten wir mit starten können. Ja, hätten wir noch ein bisschen mehr Wissenschaftspunkte bekommen. Na gut, beim nächsten Mal. Egal, es gibt jetzt hier gerade gar nicht mal... Obwohl, die sind completed, guck mal. Ja, aber das ja wusste, das Launch a Vessel hatten wir vorhin noch. Ach so, Das ist okay. Bitter. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was verschenkt. Na gut. Kann man halt nichts machen. Aber wir können mal ins Wissenschaftszentrum gehen. Das ist. Da kann man nur neue Scientists Sich anlachen. Research and Development, genau. Ne? Das meinst du. So, da können wir jetzt überlegen, was wir machen. Basic Rocketry, ob wir hier ein bisschen mehr Zündstoff hinten ran bauen, damit wir höher kommen. Genau, Rocketry ist dann, da hätten wir hier einmal neues Fuel Engine für Flüssigtreibstoff und noch einen besseren Solid Fuel Booster, damit der ist wohl besser als der jetzige. Ja, der ist um einiges besser. Und ein Fuel Tank, damit wir halt auch mehr Treibstoff haben, weil sonst geht uns halt irgendwann der Sprit aus und dann geht's halt nicht weiter. Hier haben wir natürlich jetzt
ein neues Cockpit. Genau, so eine Wissenschaftsstation. Ja. Und diese Antenne hast du gesagt. Genau, ist das die Antenne? Genau, das ist die Antenne. Damit können wir halt unsere Experimente, die wir in der Luft machen, halt auch gleich zurückfunken. Ja. Und was echt cool ist, wir haben einen Decoupler hier gleich rechts. Genau, damit der ist wichtig. Da fängt es nämlich dann an, auf einmal interessant zu werden, weil da können wir dann verschiedene Motoren unterwegs einfach entkoppeln und unser Raumschiff damit leichter machen. Und das, was man so von irgendwelchen Raketenstartaufnahmen irgendwie kennt, dass sie mal so eine Stufe abtrennen oder so. Genau, das geht dann wir fliegen damit hoch, schmeißen die erste Stufe weg, sind dann leichter, zünden die nächste, fliegen noch höher, trennen die wieder ab. Und ja, das ist eigentlich richtig, also da mit dem macht es eigentlich richtig Laune dann. Genau, aber ich würde trotzdem sagen, wir nehmen zuerst einfach mal die Motorenstufe, damit wir hier nochmal so ein paar Gas geben können. Ein bisschen mehr spektakulärer. Research. So, theoretisch könnten wir auch dieses sogar schon. Nee, können wir leider noch nicht. Ach nee, 3,5 haben wir noch. Vielleicht noch einen Ticken, ein bisschen was machen. Ah, 20 Science brauchen wir dafür. Genau. Was wäre denn da möglich dann? Da gibt es den etwas leichteren, glaube ich, Liquid Fuel Motor. Da gibt es den großen Tank und da gibt es die richtig fette Feststoffrakete. Ja, und das Ding ist hier Stability. Okay. Da gibt es die seitlichen Absprenger, die sind auch geil. Ah, Radial Decoupler, genau. Das ist dann, damit wir seitlich noch Booster anbringen können. Genau. Und das sonst können wir sie nur untereinander machen. Aber was ziemlich gut ist, was wir auch wirklich ziemlich früh brauchen, ist das Survivability, weil dann können wir Touristen ins All packen. Und dann gibt es Kohle für. Und wir haben hier diese seitlichen Parachutes. Da brauchen wir auf jeden Fall ein paar von, weil irgendwann wird unsere Kapsel einfach zu schnell beim Wiedereintritt in die Erde und die kriegen wir mit dem normalen Fallschirm. Da kriegst du mit einem auch nicht mehr gebremst dann. Genau, da brauchen wir dann mehr. Sehr guter Plan, sehr guter Plan. Das hat sich bei mir als sehr erfolgreich in meinem Test gezeigt. Zuerst da unten also drauf zu gehen. Hier sehen wir nochmal, was wir gemacht haben, welche Crew-Reports. Wir sind jetzt momentan auf Kerbin. Genau, ach so, und das sind unsere Monde hier, ne? Auf genau, das ganze System ist so ein bisschen angelehnt an unser Sonnensystem, nur mit anderen Namen, aber hier zum Beispiel die Erde auch zwei Monde. Genau. Und aber sonst gibt es ungefähr die gleichen Planeten. Sieht ähnlich aus. Genau. Jeder, der schon mal oben war, weiß das. So, ich würde einfach sagen, wir gucken uns mal unsere nächsten Missionen an, die wir machen können. Das ist nämlich... einmal das, 750 Meter pro Sekunde schnell werden. Das oder 11,5 Kilometer hochfliegen. Das können wir alles schaffen. Das kann man auch miteinander verbinden, glaube ich. Das kriegen wir hin. Vielleicht kriegen wir auch hin, ein bisschen weiter weg zu fliegen. Ich glaube, dass beim letzten Mal haben wir das hingekriegt, auch, dass wir diese drei auf einmal hinbekommen das haben. Das kann sein, aber ich glaube, die 500 Meter, 5 Kilometer weg vom Dings, die kriegen wir erst hin, wenn wir so ein so ein Liquid-Fuel-Ding bauen, dann können wir nämlich schön das bauen. So, ich würde einfach sagen, wir bauen einfach mal so ein Liquid-Fuel-Ding, weil damit können wir, das hat auch den Vorteil, dass wir es steuern können. Das ist das Ding hier, ne? Genau. So, der braucht aber doch... Braucht er nicht unbedingt, der hat sogar einen kleinen Tank hat er drinne. Aber das, der ist nicht groß genug, der oder? Ist nicht groß genug, damit wir da wirklich weit kommen. Mhm. Ich würde einfach sagen, wir kloppen da mal ein bisschen was zusammen. Der muss hier aber drunter, ne? Nee, das kann man bauen, ne? Warte, ich lösche das. So. So. Genau, dazwischen packen wir irgendwie einen Tank. So, einen Tank haben wir, Fuel Tank haben wir. Vielleicht reicht uns sogar nur einer. Wir dürfen noch nicht zu schwer werden, sonst kommen wir nicht hoch genug. So, und der, wie viel hat denn der? Wie viel Sprit? Keine Ahnung, nicht viel. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Das ist nicht viel, ne? Wir probieren es einfach mal aus. Jetzt das Ganze. Ich weiß, dass die Liquid Fuels sehr, sehr, sehr schnell alle waren. Ja. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal drei, glaube ich, zwischengepackt oder so. Ja. Lass es mal mit einem probieren. Mit einem versuchen, okay. Das ist nämlich auch ganz schön teuer. Du siehst, unser Raumschiff vorhin hat 800 gekostet. Ja, jetzt kostet schon bei 2200. Ja. Wir können auch natürlich mal so ein Wissenschaftsding mitnehmen. Vielleicht kann man damit auch irgendwas machen. Das Wissenschaftsding, aber das ist doch schwer. Oder wir bauen einfach erstmal mit der großen Solid-Fuel-Rakete was und schießen uns einfach erstmal richtig schön nach oben. Das ist vielleicht einfacher als dann... Vielleicht kommen wir damit so hoch, dass wir erstmal genug Punkte bekommen, um die nächste Wissenschaftsstufe auszubauen. Wir hatten hier diesen großen Solid Fuel Booster, ne? Den würden wir nehmen dafür. Ja. Die Stabilisatoren brauchen wir wieder. Genau. So, nehmen wir wieder zwei. Ich glaube, zwei haben vorhin gut geklappt. Müssen reichen. Ja. Das hat vorhin gut geklappt. Obwohl, wollen wir vielleicht noch hier so ein mysteriöses Wissenschaftsding mal anbauen? Ja, das können wir machen. So, das gibt es unten in dem Science-Ding. Science, genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das macht, aber wir bauen es einfach mal an.
es steht auch einfach nur drin in der Beschreibung, glaube ich, dass es irgendwas macht, ne? Genau. Ich mach das mal so. So. Schwupps. Und das Ding. Und damit es einigermaßen symmetrisch ist. Genau, du kannst dann hier sagen, dass es irgendwie daran snappen soll oder so. Sonst hast du irgendwie auch ein Ungleichgewicht drin, das wollen wir natürlich nicht. Machen wir oben, ich weiß gar nicht, ob wir gerade sind. Ja. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, mal gucken, was wir damit machen können. Auf jeden Fall kosten natürlich, was kosten die Teile denn? Die sind gar nicht billig. Aber wer weiß, vielleicht bringen sie uns was. Ja, natürlich. Wir schicken das jetzt mal hoch, würde ich sagen, ne? Genau, einfach hier. So. Safe. Cooler Raumschiffflieger. Und Vollgas. Thorsten? Ja? Du launchst das Biest. Das geht, ab geht's. Halt, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben die Stufen nicht festgelegt. Stufen das können wir aber jetzt noch machen. Sonst geht der Fallschirm auf mit dem Triebwerk. Das ist das auch ein bisschen blöd. Gern gemachter Fehler, auch unter Profis. Also, ich würde einfach mal sagen, starten wir mal das Ding, das Baby, und wir gehen einfach mal nach oben. So, das Ding brennt jetzt natürlich deutlich länger. Du kannst ja mal gucken, was passiert, wenn wir Rechtsklick auf diese Wissenschaftsdinger machen. Ist da ja, genau. Observe Mystery Group. Oha, wollen wir vielleicht warten, bis wir weit oben sind? Ich denke auch, ja. Genau, du kannst einfach ins Leere rechtsklicken, dann ist es weg. Warte. Oh, wir glühen. Wir glühen, wir verlassen die Atmosphäre. Guck mal, ob Mystery Group noch rankommt. Siehst du das? Ja, unser Fall geht langsam kaputt. Da komme ich noch an. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 900 Meter pro Sekunde. Das ist gut, wir haben das Ding erreicht. Ja, wir kommen auch noch höher. Sag mal, wenn wir den oberen Punkt erreicht haben, dann würde ich nämlich das Mystery Goo mal observen. Ja, das können wir ganz einfach, indem wir jetzt hier auf die Karte gehen. Zoom mal ran, dann sehen wir nochmal. Wir befinden uns jetzt auf unserer Umlaufbahn. Irgendwie auf der Hälfte. Das heißt, wir steigen wahrscheinlich auf 40.000 Meter. Genau, das ist die momentan voraussichtlich berechnete Route. Hier, 70.000 sogar. Guck mal, wir verlassen sogar den Orbit. Das ist natürlich sehr geil. Das ist cool, weil dann können wir nämlich das mal außerhalb des Orbits untersuchen. Aber tatsächlich können wir es wahrscheinlich überall untersuchen, in allen möglichen Stadien. Wir haben ja auch zwei dabei. Guck mal. Können wir die beide? Ach, untersuchst du einfach mal. So, jetzt haben wir... Alter! Wir haben... 2,7 Science. 9 Science. 9 Science. Transmit. Aber wir können Transmit können wir zwei machen. Aber wir können das keepen. Ja, keep das mal. Bow. So, und das gleiche können wir jetzt übrigens auch nochmal machen mit der Kapsel. Da kannst du einen Report schreiben. Crew Report. Da. Ja, dann gibt es nämlich auch nochmal 4,5. Das können wir auch schon zurück überweisen. Wir können nichts, wir haben ja keine keine Dings dabei. Achso, weil er immer sagt, hier Transmit wird schon gehen. Ja, kannst du machen. Kannst du ja mal draufklicken. Da wird er sagen, wir haben nichts zum Transmitten. Achso, okay. Also sonst wäre das natürlich sehr geil. So, das mit Rechtsklick hatten wir beim letzten Mal halt überhaupt nicht ausgekriegt. Das wussten wir nicht. Und da waren wir ziemlich aufgeschmissen, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie... was ist das hier? Ach, guck mal, können wir da sagen... Klick doch mal Rechtsklick auf das Ding da oben. Auf den hier? Ja. Minimum Pressure 0,04 und Altitude ist... 1000. Kannst du da vielleicht irgendwie mal das einstellen? Achso, da kannst du einstellen, wann er aufgehen soll. Offensichtlich. Abgefahren. Automatisch. Und dann kannst du wahrscheinlich sagen Deploy und dann wird das Ding automatisch aufgehen. Dann muss man da nicht von Hand so viel rummachen. Ja, genau. Das ist ja cool. Stell das Ding nochmal auf 1000 Meter ein. Wir sinken schon wieder. Guck mal, dann mache ich den hier auch nochmal. So, und das behalten wir auch, ne? 10 Zeilen. Ja. Aber wir können, glaube ich, immer nur einen... Obwohl, werden wir mal sehen. Aber mach mal jetzt beim Schirm Rechtsklick drauf und sag, in 1000 Metern deployen den ganzen Kram. Risky. Ja, risky. Risky mag ich. Oder mach 1050, dann ist vielleicht nicht ganz so risky. Nee, 1050. Bist du sicher? Vielleicht ein bisschen mehr. 1200? Er sagt, das ist risky. Safe to deploy? Aber deploy heißt das wirklich, dass er den dann erst... Ich hoffe doch mal, weil sonst macht es ja nicht keinen Sinn. Nicht, dass er das jetzt aufmacht halt, ne? Dann müssen wir halt den neu starten. Aber stell mal auf 1500 Meter ein. Ja, okay. So. Genau, mach mal. Ja. Ich hoffe jetzt, dass wenn wir runterfliegen, weil wir können das Ding hier auch so ein bisschen steuern. Ein kleines bisschen, genau. Und guck mal, jetzt haben wir es auch geschafft, übrigens die 5 Kilometer entfernt zu sein. Okay. Woran siehst du das? Wo steht das? Kam gerade. Achso, kam die Nachricht gerade. Das heißt, wir haben jetzt, wenn wir das Ding sicher landen sollten... Speed von 2500 Meter pro Sekunde haben wir da noch nicht. Ja, das ist tatsächlich echt schwer.
Set Distance. Und 11 Kilometer. 11 Kilometer, na, das könnte man vielleicht sogar noch schaffen. Mach mal die Karte nochmal auf, einmal gucken, wo wir runterkommen. Ja, das nee. Nee, das entfernen, wir entfernen uns jetzt nicht mehr weiter. Nicht mehr großartig. Genau. So, ich hoffe mal, also wir sind viel zu schnell natürlich. Ich hoffe, dass die Erdatmosphäre uns noch ein bisschen bremst. Vielleicht werden wird sie gleich, ja. Das tut sie. Und ich hoffe, der Fallschirm geht automatisch los. Aber das könnte, guck mal, ist jetzt blau. Jetzt wieder. Parachute ist Tor. Ich würde sagen, das ist doof. Der ist hin, ja. Ja, unser Astronaut geht jetzt dahin. Genau, der Astronaut ist quasi schon tot. Ja, das war's. Das war blöd. Blöd ist natürlich auch, dass wir jetzt unsere ganzen Daten, die wir gesammelt haben, alle weg sind. Genau. Zum Glück können wir hier sagen, revert to launch oder revert to vehicle assembly. Das sollten wir auch machen, ne? Ja, die Frage ist, wollen wir zum Launch zurück oder wollen wir zum... Ja, die Frage ist, können wir das verhindern, dass er jetzt abstürzt? Ja, wir können versuchen, nicht, also die ganze Zeit irgendwie die Bahn unserer Rakete nicht so nach oben, weil wenn wir so hoch gehen, fliegen wir auch so wieder runter, ja. Sondern sie irgendwie so ein bisschen so zu bringen, irgendwie, damit wir halt so einen Bogen fliegen. Dann fliegen wir nicht ganz so hoch, sammeln nicht so viel Geschwindigkeit und werden eventuell langsamer. Das können wir nochmal versuchen. Also einfach mal starten. Genau. Okay, dann versuchen wir das mal. Wir machen das Ganze nochmal. Wir starten einfach und ich drücke einfach mal die ganze... Ja doch. Ja. Wuhu. Ja, weißt du, was das Problem war? Ja, ich sehe es gerade. Wir sehen es gerade, was das Problem ist. Ja. Der geht gut ab, der Junge. Ich glaube, vielleicht überlebt es der Astronaut. Ich denke schon. Ja, es gibt auch Leute, die haben das live erlebt damals. Gut, wir sind insgesamt 200 Meter hoch geflogen. Ich glaube, wir fangen einfach gleich nochmal an. Ich denke auch. Revert Flight. To launch. Ja, das ist echt immer das Problem, dass man hier drauf achten muss, dass man diese Stufen entsprechend richtig setzt. Ja. Sonst wird das alles nix. So, jetzt aber Vollgas. Dann nochmal und einfach mal hier so ein bisschen, wir kippen die so ein bisschen, die Rakete, dass wir nicht ganz gerade gehen, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ja, dann klappt das nicht auf den 11 Kilometern. Ja. Dann kommen wir nicht ganz so hoch. Dafür werden wir nicht ganz so schnell. Dafür kommen wir leben runter. Du meinst, dafür kommen wir leben runter. Wir haben trotzdem hier so ein paar Rekorde geschafft. Genau. Oh, guck mal, 11,5 Kilometer. Ja, ja, das ist hier. Die 5 Kilometer sind auch gleich durch. Und die 11 Kilometer schaffen wir dann auch. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt kannst du mal Rechtsklick machen auf unsere Wissenschaftsdings oder auf die Kapsel. Crew Report. Ja. Keep. Warte. Wuhu. Jetzt ist auch egal. Mystery Goo. Bow. Seems to getting very cold. So, und jetzt haben wir nämlich den Vorteil, dass wir nicht ganz so hoch sind. Ich würde sagen, den machen wir nochmal, oder? Den hier? Mach mal. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber mach mal. Nisch, doch. Doch. Keep Data. Warte, was stand da? Inoperable. Habe ich nicht gelesen? Stand da was? Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht ganz so viele Daten aufnehmen können. Review Data. Reset Goo-Kanister? Nee. Inoperable after transmitting. Achso. Okay. Ja. Achso, nachdem wir das einmal übertragen haben, können wir den nicht mehr verwenden. Genau. Ansonsten können wir ihn zurücksetzen. So, wir haben aber jetzt, okay, jetzt fliegen wir hier irgendwie so in 26.000 Meter und nicht mehr in 70.000. Das ist auch okay. Dadurch könnten wir es vielleicht aber überleben. Können wir mal gucken. Ich spule mal ein bisschen vor. Wir haben die 11 Kilometer übrigens gerade geschafft. Oh, sehr cool. Wie sieht das mit der Flugkurve aktuell aus? Achso, ja, wir können mal schauen. Zoom mal ran. Ja, die ist jetzt halt deutlich runder. Ja, um einiges. Und wir sind halt auch schon wieder auf dem absteigenden Ast. Das heißt, das könnte klappen. Wir haben es beim letzten Mal auch so gemacht, dass wir den Fallschirm irgendwie auch manuell... erst zum Schluss gezündet haben. Genau, den können wir also so, wenn wir... Wir sehen auch, dass die Geschwindigkeit dann irgendwann wieder langsamer wird. Genau, jetzt, wenn wir in die Erdatmosphäre eintreten, dann werden wir natürlich ordentlich gebremst. Ja. Und so ab unter 200 ist es überhaupt kein Problem, den zu zünden. Dann macht man auf. Aber wir sind ja noch in 3.500. Warten wir mal hier. Jetzt könnte es noch knapp werden. Oha, oha, oha. Ich glaube, du kannst ihn aufmachen. Okay. Oh, guck mal, wir hatten noch 1300 irgendwas Meter. Ja, wir sind wohl in die Berge geflogen. Das,
War blöd. Das war jetzt nicht so gut. Komm, wir machen das nochmal. Das ist ja überhaupt aber die Idee, also der Ansatz war gut. Die Idee war ziemlich cool, ja. Escape hier, revert to launch, ja. Überhaupt kein Ding, aber das war schon... Jedes Space-Programm hat seine Anfangsschwierigkeiten. So, aber das war schon ganz cool, fand ich. Das hat auch gut geklappt bis jetzt. Mhm. Natürlich, wenn wir reverten, gehen natürlich alle unsere Fortschritte wieder verloren, ne? Genau. Du kannst jetzt schon mal das Mystery Room vielleicht mal untersuchen. Oh, was ist das mal? Sieben Science? Ja, kick mal den Kram. Und dann, wenn wir wahrscheinlich ein bisschen höher sind... Und den hier auch schon machen, Crew Report, ne? Ja, den haben wir, glaube ich, schon gemacht in der Höhe. Aber, ja, den haben wir schon. Genau, Keep. Mach den mal, wenn wir über, ich glaube, über 7 oder über 20, vielleicht kommen wir auf 20 hoch. Ja, das glaube ich aktuell nicht, bei der so wie wir jetzt gerade steigen, eher nicht. Na gut. Können wir das hier nochmal machen? Ja, da gab es noch was, das ist schön. Schwupps. Oh, jetzt, guck mal, jetzt sind wir wirklich nur auf 8000 hoch, das ist echt wenig. Wir haben hier, was ist das? Toggle Talk? Nee, das ist. Das Ach so. Da können wir nicht wirklich was machen. Control from here. Krieg mal. Oh. Ja, mach mal. Ja, da gab es jetzt nur wieder ein bisschen was. Und mach nochmal das Mystery. Haben wir das? Das haben wir gerade gemacht, ja. Okay, dann ist okay. Dann probieren wir jetzt einfach mal zu landen. Das ist irgendeine komische Materie. Zünd mal jetzt in 6000 Meter Höhe das Ding. Wir sind nämlich gerade echt langsam. Ja, genau. Zünd dir mal. Der ist hier mal aus dem Arsch rausgefahren. Das soll er doch nicht. Oh, guck mal, 28 Kilometer sind wir entfernt. Also wir haben richtig, ich glaube, das gibt richtig dick Wissenschaftspunkte. Ja, ja. 11,5 Kilometer Höhe haben wir jetzt natürlich haben wir nicht geschafft, aber dafür haben wir andere Sachen geschafft. Ja. Boah, das ist echt einiges dazu. Schwupps. Upsi. So, ja, das war doch mal echt gut. Landung wie aus dem Bilderbuch. Echt viele Science-Punkte. Oh ja, das ist halt extrem geil. Das hat beim, als wir das letzte Mal gespielt haben, gar nicht hingekriegt, weil wir halt einfach nicht wussten, dass man sich noch Missionen dazu buchen kann, genau, wenn man so möchte. Und deswegen hatten wir echt Probleme, Alter, was ist jetzt passiert? Ach so, unsere Rakete unten ist kaputt gegangen, aber ich glaube, unsere Leute haben überlebt. Wir hatten auch Sprit, ne? Nee, Sprit hatten wir keinen mehr. Nee, der Sprit war alle. Okay. Das ist okay, wir sind, glaube ich, das kann schon passieren, weil unser Raumschiff ist zu schwer, ja, und die Teile haben ein bestimmtes Crash-Limit. Okay. Und ich glaube, der Tank hat ein ziemlich niedriges. Aber jetzt können wir zurückgehen zum Space Center. Ich glaube, der ist ja nicht gestorben, ne? Genau, der lebt, offensichtlich lebt er ja noch. Sieht zumindest so aus. Das heißt, wir könnten den jetzt mit unserem Tracking-Düdel genau holen. Und genau, du klickst einfach links auf, also wir sind... Da ist er. Genau, da klickst du drauf. Schwupps. Und dann unten links in der Ecke sagst du einfach bergen. Nee, da, Recover, Recover, genau. Recovern wir den Kram und wir haben nicht so viel Science. Crew report while flying und recover of vessel that survived the flight. Oh, das hat halt nicht funktioniert. Offensichtlich dadurch, dass der abgestürzt, dass der kaputt... Ja, weil, ach stimmt, weil die Gukan ist da auch an den Dings waren. Ah, okay, stimmt, die sind kaputt gegangen. Die sind kaputt gegangen. Ja, das war ja egal. Immerhin gab es ein bisschen was. Genau. Der hat ein bisschen XP wieder dazu gekriegt. Genau. Jetzt haben wir... jetzt haben wir hier einmal den schönen Desktop. Jetzt können wir aber nochmal, müssen wir das mit dem Gu halt nochmal machen. Wir brauchen übrigens nur einen Gu-Kanister dran. Ich glaube, das ist da noch ein bisschen. Das reicht, ja. Also das heißt, wir gehen jetzt hier wieder rein? Wir können aber auch erstmal uns ein bisschen mehr wissenschaftlichen Kram aneignen. Weil wir haben ja schon jetzt 7,8, damit können wir auch die andere Stufe mit den absprengbaren Dingern anbauen. Das heißt, wir könnten jetzt hier hin wieder? Wo war das? Hier, ne? Research and Development. Ja, genau. Und das Ding ein. Genau, dann können wir nämlich... Fünf Science haben wir. Können wir Daten transferieren? Das Ding können wir machen. Und dann können wir nämlich auch das Teil dekappeln. Ja, aber ich würde jetzt gar nicht wirklich viel höher fliegen, als wir wirklich waren, weil... Nee, aber wir können dann unseren Engine hinterher dekappeln und dann fliegt er uns nicht mehr um die Ohren am Ende. Dann können wir nämlich besser die Science-Station daran backen. Die fliegt nicht in die Luft. Genau. So, und dann haben wir das schon mal. Haben wir noch mehr? Zwei, das reicht nicht mehr für nichts. So, jetzt gibt's hier, bauen wir eine neue Rakete. Ich würde sagen, wir bauen sie genau auf die gleiche Art und Weise. Ja, genau. Aber, beziehungsweise ja. Das du kannst übrigens auch diese komischen Dinger kannst du nach oben setzen an die Kapsel. Ach, die, stimmt, die können auch hier oben ran, ne? Ja. Ja, das geht leider nicht. Okay, das machen wir später. Wir haben jetzt hier wunderschöne Sachen. Und zwar einen Decoupler. Decoupler. Den Kappler, aber den würde ich da einsetzen. Nehmen wir das Wissenschaftszentrum auch gleich. Ich wollte sagen, wollen wir das nicht mal mitnehmen? Das können wir hier hinpacken. Keine Ahnung, was das kann. Das können wir hier dran lassen. Genau, das lassen wir dran.
das kommt hier ran und das kommt hier ran und der Engine kommt, also die Wissenschaftsgedönse genau, kommt daran. Einer reicht auch, ne? Einer reicht. So. Man kann auch 8 mitnehmen. So, das heißt, wir haben jetzt da so ein Science Lab, damit können wir eventuell noch coolere Experimente machen als mit diesem komischen Goo. Genau. Und was wir jetzt hier halt sehen ist, wir haben jetzt hier 3 Stufen. Also sprich, wir einmal startet hier unten der Hauptengine, dann trennen wir das ganze Ding ab und dann zündet erst unser Fallschirm. Und sobald wir eine Trennstufe drin haben, klappt das auch problemlos. Wenn du die noch nicht hast, dann packt er das den Booster und den Fallschirm immer auf eine Stufe. Das ist echt blöde. So, ich würde sagen. Sieht gut aus, ne? Ab geht die Luzi. Ja, safe. Cooler Raumschiffflieger. Der wird langsam, wird er cool. Langsam kommt er auch ein bisschen hoch. Ich muss mich immer so an das Ding von PewDiePie erinnern. Das Riesenraumschiff, was er gebaut hat. Das machen wir nachher im Sandbox-Modus nochmal. Oh ja, da bauen wir mal richtig. Im Sandbox-Modus werden wir nochmal richtig Gas geben. Todesstern. Den Todesstern. So, also 3, 2, 1, Energie. Ich glaube, wir fliegen auch wieder mal ein bisschen schräg. Ja, genau. Weil zu hoch fliegen, wer hoch fliegt, fällt tief. Wobei, wir haben das schon hingekriegt, ne? Letztes Mal. Ja. Das kann ich. Ein bisschen. Wir kriegen jetzt auf diese Art und Weise natürlich nicht so viel Geschwindigkeit hin. Nee, das ist aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Du kannst mal jetzt gleich untersuchen. Also die 1000 knacken war nicht ganz. Jetzt habe ich das gerade abgesprengt. Und das hat man vielleicht gerade so gesehen. Da hinten fliegt unser... Huch! Das ist echt blöde. So, dann mach doch mal jetzt hier ein Experiment mit unserem Science-Gerät. Mit dem Hu vielleicht auch. So, das Ding könnte auch wieder abspringen. Naja, ach egal, machen. Keep Data. Genau, was macht das Ding? Das kann auch irgendwas. Observe Materials Bay. Oh, geil. Oh, Alter. Natürlich, Keep. Hoho. Und hier, was können wir hier? Können wir noch einen Crew Report machen? Mach mal, ja. Ja, Keep Data. Okay. So, wenn wir jetzt noch heil runterkommen sollten, wäre das genial. Das wäre ein Träumchen. Dann hätten wir nämlich so viel Science, wie wir es noch nie im Leben hatten. Wir müssen halt immer so ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Ne? Also wenn wir jetzt bei 440 Metern pro Sekunde sind oder so, wenn wir jetzt das Ding aufmachen, dann reißt er uns ab. Kannst du das Ding eigentlich wieder zumachen? Das Ding, das sieht irgendwie so... Reset? Nö. Wir müssen nur offen lassen, offensichtlich. Gut, dann mal schauen, ob wir... Ich spule mal ein bisschen vor, damit das hier nicht so... Genau. Fliegen wir hier ewig mit 400... Wir werden schneller gerade, ne? Ja, aber wir werden auch gleich wieder langsamer, sobald wir in die Atmosphäre eintreten. Wobei... Das sollte eigentlich kein Problem sein, solange wir jetzt... Dass uns das Ding nicht verglüht. Jetzt werden wir langsamer. Ich mach mal uns ein bisschen hier. Ah, das wird knapp. Das wird knapp, Ding wird zu schwer. Vielleicht sollten wir nur mit dem Guma hochfahren. Versuch jetzt gleich mal zu öffnen. Der ist noch viel zu schnell. Aber wir sind noch gleich am Boden, ne? Denk rein, wir sind in den Bergen. Ich würde es vielleicht jetzt so langsam öffnen. Jetzt vielleicht so. Komm runter. Langsam. Ah, ganz heile. Ach, boah, ein Träumchen. Was für eine perfekte Mission. Wenn uns das Ding jetzt nicht explodiert, mal gucken. 6 Meter pro Sekunde. Ich glaube, unser Wessel da oben hat Stoßtoleranz von, glaube ich, 14. Das ist kein Problem. Oh, nein. Fuck. Und der Container ist heile geblieben. Immerhin. Okay, also für das Ding müssen wir dann nochmal... Da reicht das irgendwie mit dem einen Tüdel nicht, ne? Ja, also aber es gibt auch in den nächsten Stufen, also wir können ja erstmal reverten, also nee, zum Space Center gehen. Genau. Und ein paar haben wir überlebt. Genau, wir holen uns jetzt mal die Überreste. Der Pilot hat ja auf jeden Fall überlebt. Du kannst auch, wenn du jetzt mit dem Rechtsklick einfach mal in die Ferne guckst, dann siehst du es eventuell auch. Genau, guck mal da irgendwie in den Horizont. Da ist es nämlich auch. Schwupps. Recover. Genau, das ist das eine Ding. Das gibt uns 7 Science. Das ist, aber da liegt jetzt noch das Raumschiff, das wir natürlich auch noch holen. Ja. Und nochmal ein bisschen was. Das ist schön. Mit 11 Science, da kann man schon was anfangen. Allerdings müssten wir jetzt nochmal kommen. Wir könnten mit dem Zeug jetzt... Ja, entweder fliegen wir mit dem Gut-Zeug noch höher und holen noch mehr. Oder, aber was natürlich, also mit diesem Experimente-Ding da... Gab es einfach mega viel Science-Punkte. Wir müssen halt irgendwie zusehen, dass wir mit dem Ding sauber runterkommen. Ne? Das müssen wir mal versuchen. Wir brauchen eigentlich bessere Fallschirme. Ja. Was haben wir denn jetzt aktuell an Missionen sonst hier? Du kannst auch einfach mal ins Science Center gehen. Die Dinger können wir nebenbei machen. Okay, genau. Dann gehen wir mal hier rein. Da gibt Orbit Kerbin.
Das ist ganz schön schwierig. Also das, da müssen wir in irgendwie einen stabilen Orbit um unsere Erde rumkommen. Und das, da gibt es ein Tutorial zu, das haben wir auch beim letzten Mal gespielt. Das, aber da hat man eine deutlich geilere Rakete. Da ist, genau, also mit der jetzigen Rakete kannst du das knicken. Du brauchst so Sachen wie Stabilisatoren, die dich dann selbst automatisch in irgendeine Position wieder machen. Sonst also Escape the Atmosphere, das können wir schaffen. Tatsächlich gibt es auch gerade keine anderen. Also ich würde den einfach mal annehmen. Da waren wir ja vorhin schon in 70.000. Genau, vor allem wir haben 5 Tage dafür Zeit. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, den haben wir angenommen. Mhm. Und wir haben 11 Punkte. Guck mal, ob wir da irgendwas entwickeln können. So, wir haben 15 brauchen wir mindestens. 15, 18, 20. leider gerade nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir es nochmal. Einfach in die... Wir gehen wieder hier rein. Und versuchen einfach nochmal richtig hoch zu fliegen. Guck mal, wie hoch die Crash-Toleranz von diesem von dem Science Lab ist. Das musst du da... Nee, da links. Musst du deployen. Ja, ja da, ach, du kannst es in einer bestimmten Höhe, kannst du sagen, aufmachen. Wenn du jetzt da draufklickst auf Deploy. Achso, nö, der macht das einfach nur auf und zu. Das ist ja cool. Okay. Geh mal unten auf Science. Ja? Und guck mal, was das für eine. Das hat eine Crash-Toleranz von 6. 6 Meter und boah, da war. Wir waren bei 6,3 oder so. Genau, ich hatte jetzt gedacht, ganz, 7 ganz, ganz irgendwas. Knapp aber okay. Das ist bitter. Das Ding schafft 12 Meter pro Sekunde ohne Probleme. Das heißt. Was wir machen könnten, ist natürlich, wir können von diesem Ding hier oben einfach ein paar mehr anbringen. Ne? Aber ja, und dann einfach mal richtig hochfliegen und da können wir nämlich auch nochmal Experimente machen. Das dann lass uns doch das Ding abbringen. Ja. Das brauchen wir dann an der Stelle nicht, weil das geht sowieso kaputt. Genau. Dann kommt, warte. So. Okay, nee, das wollte ich nicht. Die kannst du nicht mehr auseinandernehmen, nachdem du sie einmal zusammen hast. Ach so, okay. Also, so, jetzt brauchen wir noch einen neuen Decoupler. Den machen wir hier ran und zabuff. Und genau, und oben bauen wir das Ding. Eins reicht, glaube ich. Können wir 4 reinbauen. Bringt uns ja nichts. Kostet nur Geld und Gewicht. Meinst du nicht, dass sie was bringt? Nee. Nur eins. Machen wir 2. Wegen der Symmetrie. Das sieht doch. Wegen der Symmetrie, habe ich gesagt. Verdammte Axt. Na, so. Der Mann hat wohl Geld. Die beiden Dinger sind genauso teuer wie unsere ganze Rakete. Ja, aber das müssen wir abkönnen. Okay. Na gut, wir sind ja aufstrebend und crowdfunded und. Eben, mein Freund. So, das Ding startet zuerst, dann der Decoupler, dann der Fallschirm und ich würde sagen, Vollgas. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal straight nach oben und hoffen, dass wir irgendwie heil wieder runterkommen. Wir könnten Glück haben, dass wir nicht in der Erdatmosphäre verglühen, ja. Wir können Glück haben. So, wir können natürlich auch einfach nicht ganz so hoch fliegen. Also wir können uns so eine Höhe von 20 Kilometern oder so probieren anzupeilen. Und dann einfach... Auf der anderen Seite... Aber also tatsächlich stirbt einfach mal unser Pilot sonst. Das wäre auch blöd. Wir haben nichts, die sind echt teuer. Ja. So Menschenleben und so. Ja, verstehe ich. Ach, komm, erstmal hoch hier. Erstmal hoch die Kacke. So, wir fliegen hier so ein bisschen schräg. Aber nicht ganz so schräg wie vorhin. Ich hab keine Ahnung. Haben wir eine Mission, die irgendwie heißt, fliegt nochmal eine weitere Entfernung aus, als das, was ja, wir 100. 100, oh, das schaffen wir nicht. 100 ist natürlich echt heftig. Das ist ja, da musst du ja. Also, musst du hier so eine Dingensrakete bauen. So, das Ding ist jetzt hier. So ein Ding, dann sprengen wir es ab. Uiuiuiui. Mach doch mal ein paar Experimente. Ich glaube, dass die Höhe dürfte schon reichen. Mystery Goo. Oh, gab gar nichts, aber wir nehmen die Daten einfach mal. Reset Experiment. Ja, müssen wir vielleicht noch ein bisschen. Jetzt, mach jetzt nochmal. Jetzt sind wir nämlich in 20 Kilometer. Das ist so die nächste Stufe. Was? Genau, da gibt es ein paar mehr. Guck mal, ob wir noch einen Crew Report. Was kannst du da auch was machen? Mit dem richten? Warte. Crew Report. 4,5 Science. Ja. Und dieser hier, der kann auch einiges. Keep Data. Okay. Und wir werden nicht mehr schneller gerade. Aber wir sind ja auch noch im Steigflug. Wenn wir uns die Kurven mal angucken, wie wir jetzt gerade fliegen, dürften wir sehen. Das wird auf jeden Fall eine... Das geht auf jeden Fall hart runter nachher. Das wird hart. Also. Ja. Warte mal, geh noch mal kurz zurück. Was war das? Ach so, ne, du kannst. Irgendwelche Infos, okay. Unwichtig. Da siehst du nochmal alle unsere Vitalwerte hier. Nee, das ist nur ja unser Geld. Ich meine, ja. Auf diesem komischen Fuel-Ding da mit der Flamme, da siehst du, wie viel, wenn ich jetzt nämlich hier irgendwie probiere, mein Raumschiff zu positionieren, siehst du, dass wir elektrische Energie brauchen dafür. Ja. Huch. Okay. Und davon haben wir natürlich auch nicht unendlich. Wir können da raufklicken, guck mal. Ja, dann zeigt das. Wird das angezeigt. Genau, und Monopropellant, das ist nochmal irgendwas anderes. Das brauchen wir später, wenn wir da irgendwelche kleinen Düsen anbauen.
So, jetzt werden wir natürlich dadurch, dass wir jetzt, wir fallen ja runter sozusagen. Ich spul mal vor, dann ist das Ende nicht ganz so. Ich hoffe, wir überleben das. Das wäre cool. Ja, guck mal, wir werden gar nicht so wahnsinnig viel schneller. Wir werden wieder langsamer gerade, guck mal. Wir sind auch schon wieder, zoom mal ran. Wir brennen ja auch gerade. Wieso brennen wir nicht? Weil wir super cool sind. Was ist da los? Also wir können ja gleich in den Schirm ziehen. Das kommt, wir sind nie schnell genug geworden. Dadurch, dass du das Ding schon gezündet hast rechtzeitig, haben wir nicht genug Masse gehabt, dass der hätte sonderlich schnell werden können. Der wurde schon schnell. Ich war noch mal über 1000 oder echt? 900. Meinst du? Hast du schon gezündet? Nee, noch nicht. Ach so. Gönn mir jetzt. So. Ja. Na, dann kommen wir jetzt locker runter, würde ich sagen. Ich würde mal sagen, das war eine richtig erfolgreiche Mission. Das gibt richtig viel Science. Sehr, sehr geil. Können wir die richtig fetten Raketen bauen. Wuhu! Spulen wir hier vor. Oh. 5, irgendwas ja, Meter. Jetzt. Das genau, überleben wir problemlos. Wenn wir noch das blöde Ding dran hatten. Das Science Lab, das wiegt natürlich ordentlich was. Ja, aber da können wir jetzt auch gleich mit hochfliegen. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir echt genügend Punkte gerade gesammelt. Jetzt müssen wir bestimmt so 10, 15 Punkte haben wir gesammelt. Schwupps. Hat überlebt. Das war's. Verrückt. So, Space Center. Einsammeln. Punkte einsammeln. Payback-Punkte. Genau, Payback-Punkte einsammeln. So, da hinten. Oh, guck mal, da ist unsere Endstufe gelandet, da hinten. Die können wir auch wieder einsammeln, das ist ja auch geil. Recover. Boah, 27 Punkte? Haben wir jetzt insgesamt, ja. 15,7 haben wir bekommen. Oh. Das ist schon mal eine ordentliche Mission. Reputation haben wir nichts dazu gewonnen, das macht aber nichts. Das ist unwichtig. Und hier haben wir... Nichts, aber immerhin auch noch ein bisschen Geld zurück. Genau. Die Teile und, ja. Und da guckt man eigentlich noch mehr. Was haben wir da denn gelassen? Was auch immer. Irgendwas lacht da noch. Unten müsste ich noch mehr? Vielleicht von einer anderen Mission. Wahrscheinlich. Geil, 27, jetzt können wir richtig was entwickeln. Das heißt, wir gehen jetzt wieder in die Science Station. Research and Development, meinst du? Genau. Und ich würde sagen... Du sagtest dies, ne? Genau. Survivability. Mhm. Dann kriegen wir nämlich die radialen Parachutes. Dann können wir oben eine Rakete drauf, eine Antenne aufbauen und können die Daten, die wir sammeln, gleich runterfunken. Okay. Dann, auch wenn das Ding kaputt geht, haben wir sie dann noch. Klingt gut. Außerdem Hitzeschilde und sonst so. Oh, Hitzeschild ist geil. Komm, wir machen genau. Das jetzt mal, dieses Ding genau. Hier. Wir haben immer noch 12, irgendwas. Das heißt, beim nächsten Mal können wir dann auf jeden Fall auch wieder was weiterforschen. Auf jeden Fall, der Baum ist extrem. Man sieht, da geht einiges. Ja. Und das Krasse ist, es gibt ja auch, wir haben ja auch gesehen, es gibt da Add-ons. Oder du hast vorhin gesehen, es gibt da Add-ons zu, ne? Genau, also das Spiel geht so weit, dass man am Ende Missionen hat, wo man halt auf dem Mond landen, also am Ende ist Mondlandemission. Also das sind eine der ersten Missionen, da musst du auf dem Mond landen. Geil, oder du musst oder? Irgendwelche Asteroiden, die auf die Erde fallen, von ihrem Kurs abbringen, indem du sie halt, ja, was auch immer, ich habe keine Ahnung, mit der machst. Und Knutschen. Und es ist auf jeden Fall mega komplex und wir sind erst am Anfang. Aber das Spiel macht, also wenn man es einigermaßen verstanden hat, wenn man das Tutorial durchgearbeitet hat, Das sollte man sich also auf jeden Fall echt einfach mal antun. Das macht einfach dann deutlich mehr Spaß, wenn man es versteht. Also der Frustfaktor ist extrem groß, wenn du überhaupt nicht weißt in dem Spiel, was du machen sollst. Und du weißt es einfach nicht, wenn du nicht das Tutorial gespielt genau. hast. Wir haben es ja zu Anfang versucht und genau das war es ja so. Wir saßen da und haben uns gedacht, oh, ist irgendwie ganz toll, aber wie geht denn das jetzt? Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben uns was Neues erkundet. Das heißt, wir bauen uns eine geile neue Rakete oder wollen wir erstmal gucken... Oder wollen wir erstmal eine Pause machen? Eine Pause machen können wir auch. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, dann springe ich die Dinger weg, jetzt fallen. So geil. So, ich würde einfach sagen, Vollgas. Ja. Was war das denn? So, okay, bist du bereit für den nächsten Start? Oh, Alter, ja, auf jeden Fall, Mann. Mein Ingenieur, ich bin nur der Astronaut. Hey, du hast die Triebwerke nicht angebaut. Okay, wir müssen nochmal zurück. Sorry. So,